Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Im Hintergrund seht ihr nicht eine 30er Gun Streak, nicht eine 31er Gun Streak, nicht eine Nuke. Ihr seht zwei Nukes in einem Game, in Modern Warfare. Eine fucking Double Nuke. Gibt es nicht? Gibt es. Willkommen auf meinem Kanal zurück. Unglaubliches Gameplay, Leute. Unglaublich, dass sowas möglich ist. In einem Spiel, das insgesamt unglaublich langsam ist. Und so viele YouTuber haben so viel Probleme bisher gehabt, was richtig Gutes zu erspielen. Und ich auch. Die ersten zwei, drei Tage waren echt hart, Leute. Die Community hat geschwitzt wie nichts Gutes. Es wurde gecampt wie noch nie in einem COD zuvor. Ich habe noch nie eine Beta erlebt, in der so viel gecampt wurde wie hier. Ich weiß gar nicht, warum ich die Kopfhörer auf habe. Ich brauche die überhaupt nicht. Unglaubliches Gameplay. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt niemanden, der bisher das geschafft hat. Executor, was für ein geiler Typ auf jeden Fall. Richtig, richtig heftig. Abchecken. Nicht vergessen. Dieses Gameplay soll ein Fundament sein für meine abschließende Meinung zu Modern Warfare. Die Beta ist jetzt insgesamt, ich glaube, es waren 7 oder 8 Tage, ist, wenn ihr dieses Video seht, vorbei. 12. Oktober ist Release von dem richtigen Modern Warfare, also von der Vollversion mit allen Perks dann, mit allen Waffen, mit allen Maps. Es kommen noch ein paar Maps später dazu, ein paar Waffen kommen später dazu, aber das Kernspiel wird dann auf jeden Fall verfügbar sein. Ich persönlich habe ja meine Vorbestellung storniert, einfach aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund, es ist mein gutes Recht. Wenn man vorbestellt, kann man es stornieren. Es machen 1 Million Leute jedes Jahr, wenn sie nur die Beta spielen wollen. Warum ich da angegangen werde, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe in den letzten Wochen eine Sache gelernt. Wenn man seine ehrliche Meinung vertritt und dazu auch steht und auch wenn man vielleicht übers Ziel hinausschießt, wenn man einfach sagt, was man selber denkt, dann kriegt man dafür jedes Mal Feuer. Und wenn man der Mehrheit nachplappert und immer so tut, als wenn einem wirklich interessiert, was so die einzelnen Leute aus der Community wollen, oder wenn man so tut, als wenn man irgendwie der beste Freund wäre, dann ist man erfolgreicher, dann kann ich aber nicht mitleben. Deshalb meine ehrliche Meinung zu Modern Warfare. Und da brauche ich jetzt auch keine angegriffen fühlen, jeder kann seine eigene Meinung haben, aber wenn ich sowas wie das wie, er liked nur die Kommentare, die seine Meinung sind. Ja, wenn dir auf der Straße einer sagt, du bist ein Idiot, dann umarmst du ihn auch nicht und sagst, du hast so recht. Also, es ist Schwachsinn, aber vielleicht sollten manche Leute einfach ein bisschen nachdenken. Auf jeden Fall, Leute, lasst ein Like dafür, dieses heftige Gameplay. Meine abschließende Meinung zu Modern Warfare. Ist es gut? Ist es schlecht? Habe ich mich geirrt? Was kommt auf uns zu? Das werdet ihr alles heute erfahren. Zuerst, meine Meinung ist genauso geblieben. Ich finde es einfach nicht gut. Wirklich, ich gehe weiter. Ich finde zum jetzigen Zeitpunkt, das, was wir in der Beta gesehen haben, finde ich dieses Spiel schlecht. Die Maps, das Map-Design finde ich grauenhaft. Wirklich, ich finde es absolut grauenhaft. Wir haben 10.000 Fenster, 10.000 Wege, 10.000 Ebenen. Erster Stock, Erdgeschoss, zweiter Stock, dritter Stock, Haus, Dach, Dach, Haus. Es ist so unübersichtlich. Durch die Farbkontraste, die hier gewählt worden sind und vor allen Dingen die Dunkelheit und die Helligkeit in den Räumen und außerhalb, macht es teilweise unmöglich, egal auf welchen Einstellungen. Glaub mir, ich habe von hell bis dunkel alles probiert, selbst am Monitor habe ich rumgefummelt. Es macht es im Multiplayer unmöglich, Leute in Räumen zu sehen, wenn man von draußen guckt. Das Einzige, was ihr manchmal seht, ist, wenn die im Visier sind, diese Spiegelung davon. Das ist cool gemacht, aber es ist trotzdem nervig, weil man Leute sehr spät erst sieht und dann stirbt in der Regel. Das Gecampe in diesem Spiel war unglaublich. Das liegt auch an dem Map-Design. So viele Ebenen, so viele Türen, es ist einfach viel zu viel. Man sieht relativ deutlich, wenn man einmal diesen 32 gegen 32 Modus gespielt hat, dass das Hauptziel von diesem Game tatsächlich darauf auszielt, ähnlich wie bei Black Ops 4 und Blackout, nicht dass der Multiplayer 6 gegen 6, 10 gegen 10 groß supportet wird und dass die Leute da spielen, sondern die Leute sollen Battlefield 6.0 spielen, und zwar den 32 gegen 32 Modus. Mit den Panzern da drinnen, mit den Flugzeugen, mit den Helikoptern. Ein reines Chaos, die Spawns sind völliges Chaos, im Multiplayer sind die Spawns absolut broken, im 32-32 Modus sind die komplett broken. Es geht schon wieder Richtung Battle Royale mit dem Unterschied, dass es eben Respawn ist, und wer sich schon mal Battlefield 5 zugute geführt hat,
der wird die Parallelen zum 32-32-Modus sehr schnell sehen. Die Leute, die Spaß daran haben, an so einem riesigen Chaos, dann auch noch mit neuen Maps demnächst, denen sei es von Herzen gegönnt, aber man merkt es auch dieses Jahr wieder, es geht nicht mehr um den Multiplayer, das, was für viele mich im Begriff und sozusagen das Kernstück eines CODs ist, Kampagne, Spec Ops, Zombies einfach mal nebenbei, Kampagne spielen viele von uns gerne, Zombies mögen auch einige, Spec Ops mögen einige, das ist jedem gegönnt, aber insgesamt muss man eins ganz ehrlich sagen, und zwar, es sollte immer um den Multiplayer gehen. 5 gegen 5, 6 gegen 6, Herrschaft, TDM, Suchen, Zerstören, all das. Und hier merkt man im Spiel wieder an den Streaks, an den Spawns, an allem, was man ausrüsten kann. Es geht hauptsächlich nicht um den Multiplayer an sich, sondern eben um den 32-32-Modus. Das ist so dieses Kind, habe ich das Gefühl, von Infinity Ward, was sie sich dieses Jahr ausgesucht haben. Und es sei jedem gegönnt, das hat für mich aber mit COD nicht mehr viel zu tun. Dazu kommt die Maps, die wir jetzt bekommen haben, 4 Stück glaube ich insgesamt. Niemand braucht glauben, dass die Maps nach Release, die wir oder beim Release bekommen, sich so großartig ändern werden vom Aufbau her, wie das, was wir jetzt haben. Die Richtung von COD, die man dieses Jahr einschlägt, sieht man sehr krass. Ich bin ein Spieler, der sehr, sehr gerne schnell läuft. Ich kann mir auch nicht mehr anhören, ich muss meinen Spielstil ändern. Ich muss überhaupt nichts. Wenn es mir nicht gefällt, wie ich hier spielen muss, um erfolgreich zu sein, höre ich einfach auf zu spielen. Das ist Gott sei Dank das gute Recht von jedem Einzelnen, genauso wie von mir. Das heißt, das sollte man durchaus akzeptieren. Wenn jemand damit zufrieden ist, jetzt ein Jahr für 70 Euro, wenn er es gekauft hat, sich in irgendwelchen Ecken zu setzen und 3 Meter zu laufen, um die nächste Ecke abzucampen, das kann jeder machen, wie er möchte, aber so werde ich nicht spielen. Und ich habe ganz viele Kommentare gelesen von Leuten, die genau das als Problem sehen. Dazu hat man uns unsere Minimap weggenommen. Dann ist sie nach 2 Tagen dazugekommen, aber völlig reingezoomt. Man kann also kaum etwas auf der Minimap erkennen. Und dazu kommt, dass die obere Seite des Bildschirms, wo eigentlich aufblinken könnte, zum Beispiel 5er Killstreak oder sie haben getötet oder, was aktuell mitten im Gesicht ist, da könnte man oben, wo der Kompass ist, wo niemand drauf guckt, weil man die Chance gar nicht hat, da könnte man auch locker den Kompass da oben wegnehmen, die Sachen hochschieben und den Kompass von mir aus um die Minimap herum machen. Oder eine ganz krasse Idee, man macht die Minimap einfach so, wie sie schon die ganzen Jahre war und wie sie immer funktioniert hat. Wer keine Minimap mag, kann einfach den Hardcore-Modus spielen. Ich verstehe das Problem nicht. Natürlich ist es schön, wenn sich die Entwickler von Jahr zu Jahr neue Dinge einfallen lassen. Aber man repariert doch nicht etwas, was nie kaputt war. Es macht doch keinen Sinn. Es ist ja nicht so, dass die Minimap jetzt deutlich besser ist als vorher. Da muss man unbedingt was tun. Und ich weiß nicht, ob die Entwickler es bis zum Release machen. Das Schlimme wird sein, das sehe ich jetzt schon, wenn sie es denn auf den normalen Modus ändern. Und ich weiß nicht, ob ihr die Abstimmung bei Twitter gesehen habt. Charlie Internet hat die Abstimmung gemacht. 140.000 Stimmen sind gezählt worden. 83% waren dafür, dass die Minimap so wird, wie sie immer war vorher. 83% von 140.000 Abstimmungen. Also das sollte relativ klar zeigen, auf was es hinauslaufen soll. Das Soundsystem an und für sich von dem Game finde ich wirklich cool. Die Waffen klingen realistisch, die Soundeffekte, ob man drinnen schießt oder draußen, das macht alles einen Unterschied. Was aber gar nicht geht ist, man hat nicht die Option, dauerhaft Totenstille einzustellen. Man muss es als Feldaufrüstung nehmen. Es ist sowieso ein Problem. Wir haben 12, 13 Perks, wovon 5 oder 6, die ich mir angeguckt habe, richtig cool sind. Man kann aber nur 3 nehmen und auch nur aus verschiedenen Kategorien. Das schränkt die Individualität von jedem Spieler schon wieder ein. Es gibt einen, der schnell viel laufen möchte, der gerne nicht gehört werden möchte. Es gibt einen, der vielleicht gerne ganz, ganz viel Munition zwischendurch aufnimmt. Es gibt einen, der seine Granaten wieder auffüllen möchte. Egal was für ein Spieler ihr seid, ihr müsst euch irgendwie an das anpassen, was euch gegeben wird, oder ihr werdet unglücklich. Insgesamt verstehe ich das einfach nicht und es macht mich traurig. Ich weiß nicht, warum dieses COD diesen Weg geht. Nach jetzigem Stand werde ich es in 3 Wochen auch nicht spielen. Und ja, einigen gefällt das, einigen gefällt das nicht. Wenn sich nicht in den nächsten 3 Wochen nochmal drastisch Dinge ändern, die das Spiel vielleicht ansehnlicher machen, werde ich es nicht spielen. Und das hat auch einen ganz guten Grund, warum ich generell dann sage, ich mach's nicht. Und nicht, ich versuch's erstmal. Bei 8 oder 9 Jahren COD spielen bei mir kann man durchaus abschätzen, wann man ein gutes Spiel hat und was nicht. Lasst ein Like da, ich bin raus, haut rein. Ich lasse dir das Video noch auf kurz nach 10 Minuten laufen. Ich hau deswegen keine Werbung ins Video extra rein, aber der YouTube-Algorithmus zwingt uns YouTuber mittlerweile dazu,
wenn es bei 9 Minuten 30 ist, zumindest die 10 Minuten Länge rauszuhauen, aus dem einfachen Grund, dass der Algorithmus eure Videos deutlich besser bewertet, auch ein Tipp von mir für euch, wenn es tatsächlich über 10 Minuten ist. Trotzdem Leute, damit ich es nicht unnötig strecke und mit mir irgendeiner vorwirft, ich will 1 Euro mehr verdienen mit den Videos, ihr werdet trotzdem nur eine Werbung am Anfang haben, eine Werbung am Ende. Danke fürs Zuschauen, ich bin raus, haut rein.